nicht, dann lösche ich das auf Lied. Jeden Fall, was muss man machen? Muss man singen? Oder? Oder? Nee, musst du nicht singen. Nein, der Name ist einfach nur geil. Ja? Und das hat mir eine philippinische Mädchen mir gesagt. Wirklich? Wirklich. Hallo Taxi-Bros, was geht ab? Wie geht's euch? Mir geht's auch gut, dankeschön. Bevor wir zum Video gehen, ey Leute, eine Bitte habe ich von euch. Ich brauche die 1000 Abonnenten. Bitte einmal abonnieren. Sehr, sehr wichtig für mich. Danke, dass ihr erstmal abonniert habt. Zuerst wünsche ich euch allen frohes, gesundes neues Jahr. Kommt gut ins neue Jahr rein. Ich hoffe, ihr habt euren Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr habt auch nicht mit Alkohol Auto gefahren. Bitte Auto zur Seite lassen, falls ihr getrunken habt. Einfach uns bestellen. Wir sind vor Ort und holen euch ab und bringen wirklich heilsicher zu euch nach Hause und ihr seid dann sicher angekommen. Wie ihr wisst, Silvester. Silvester bedeutet für Taxis heilige Abend, heilige Nacht. Wir machen heute unseren Umsatz. Natürlich freuen wir uns darauf. Wir arbeiten, ihr geht feiern, wie immer, aber kein Problem. Wir machen natürlich alles mit Liebe. Natürlich müssen wir auch Geld verdienen irgendwie. Und daher haben wir auch diesen Job ausgewählt, um einfach die Menschen, die Leute nach Hause heil zu bringen. Mal schauen, was kommt jetzt nächstes dran. Welche Kunde bei mir einsteigt, let's go. Also, für mich ist egal, ne? Hauptsache Gäste, die mit mir unterhalten, das ist mir noch wichtiger. Falls ihr Lust habt, könnt ihr mich abonnieren im YouTube. Ja. Wenn ihr wollt, könnt ihr Handy rausnehmen. Ja, habe ich schon. Ja, Ali the Way. Alles zusammengeschrieben. Ja. Und dann seht ihr da meinen YouTube-Kanal. Ihr könnt mich auch abonnieren. Ja. Aber wir gehen zusammen. Ja, okay, das ist ja noch besser. Jetzt fahren wir direkt zum Blumenshow. Wann fängt es an? 17 Uhr. Wow. Ihr könnt da noch einen Kaffee trinken. Ja, wir haben die Freien dort abgesetzt. Ja. Was machen meine Gäste und so weiter? Sind die brav? Sind die artig? Die meisten, oder? Ja, 99,99 sind die alle gut. Naja. Selten, wirklich sehr, sehr selten. Jetzt fahren wir mal direkt dorthin. Ich hoffe, es ist offen. Das ist auch noch eine andere Frage. Ne? Ach so. Es ist jetzt, anscheinend ist hier zu. Oder? Wir fordern die unverzügliche Aufhebung aller Sanktionen gegen die russische Föderation. Frieden mit Russland. Ja, wieder Demo. Oh, ja. Ja, ja, aber kein Problem. Ist offen hier. Also ein ganz kleiner Veranstaltung. Der Teufel braucht den Diener. Ja, ja. Ja, das geht, ja. Ich bin kein Diener, darum brauche ich den Teufel auch nicht. Ich bin somit glücklich. Kommst du ursprünglich her? Ursprünglich? Ja. Aus der Türkei. Aus der Türkei. Aber gebürtiger Berliner. Ja, ja. Und richtiger Kreuzberger auch. Kreuzberger? Ja. Seit dem Geburt lebe ich in demselben Wohnung noch. Aha, okay. Also bin waschechter, uralter Berliner noch. Sehr selten, wirklich. In Berlin findest du sehr selten. Berliner? Ja, ja, also auch vor allem Taxifahrer. Ja. Findest du wirklich sehr, sehr selten. Ja, wir kommen aus Passau, das ist das. Also Passau? Krasse Gegenteil, das ist alles in der Nähe von Passau. Passau oder Passau? Passau. In also München. Ja. Und dann nochmal 300 Kilometer oder was sind das? Ja. Ja. Oh. Richtung österreichische Grenze. Wow, also ein Stück weit weg, ne? Niederbayern. Naja, also. Und was macht ihr heute noch? Blumengrub. Und dann gucken wir mal. Na dann, also viel Spaß heute noch. Sehr, sehr wichtig. Mach keine Dummheiten. Okay, na, normal. Ganz normal. Ja, ganz normal. Ja, liebe Jungs. Ich halte jetzt hier an. Ja, ja. Wisst ihr, wo das ist? Ja, da vorne links. Hier, gleich hier auf der linken Ecke, da stehen die schon. Da ist der Blumen Group. 8,50 Euro dann bitte. Dankeschön. Danke, ich danke euch. Dann guten Rutsch. Ja, kommt gut ins neue Jahr rein. Ne? Ciao. Danke, ciao, ciao. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in der heutigen Silvesternacht wird es zwischen 00:30 und 7 Uhr wieder einen erhöhten Bedarf an Taxen geben. Wir wünschen jedem von euch einen guten Rutsch in das neue Jahr 2023 und gute Kasse. Natürlich, gute Kasse. Sehr, sehr wichtig für uns. Mal schauen, ne? Werden wir kriegen oder nicht. Hallo. Hallo, guten Abend. Zu
bitte. Überlege mal. Irgendwo am Oranien. Nee, ich kenne die Adalbertstraße. Aber die 93, ist es ein Restaurant oder so? Ja, Italien. Pizzeria Kreuzberg. Okay, Nummer 93 machen wir. Steht da. Schau mal. Ja. Wünsche euch erstmal einen guten Rutsch, ne? Ja, danke. Ja, muss man hier mal. Heute komplett Nachtschicht oder nur? Nee, heute komplett Nachtschicht. In die Sperlingsgasse 1 bitte. Das ist 101 in Berlin beim Schloss da. Kennen Sie das? Nee, leider nicht. Du kannst putzen. Timo, einfach einmal umdrehen und immer geradeaus. Okay. Leipziger Straße kennen Sie ja, Fischerinsel bestimmt. Ja. Und da ist die Gasse, ja? Genau. Oh, machen wir. Dann wünsche ich dir erstmal einen guten Rutsch, ne? Danke. Komm gut ins neue Jahr. Ja, danke. Schon schöner mit dem Taxi gefahren zu werden, als mit dem Bus und dann laufen und alles. Ja, natürlich. Ne? Sind jetzt bald gönnen. Ne? Ja, ist aber noch ruhig für uns. Kommt noch. Wir kommen, das ist vor der Sturm die Ruhe. Hier noch. Sowieso. So, die Straße heißt Gasse? Sperlingsgasse, die von der Neumannsgasse, einer breite Straße. Hallo. Hi. Angekommen. João, ja. João, ja, okay. Genau. Fleischerei. Ja, bitte. Machen wir. Bitte schön. Guten Rutsch wünsche ich euch. Dankeschön, gleichfalls. Ja, Dankeschön auch. Es muss besser werden, ne? Ja, hoffentlich, ne? Ach, was für ein Scheiß die letzten drei waren. Hauptsache Gesundheit, das ist noch wichtiger. Ja, in der Tat. Ja, ne? In der Tat. Und, wo geht ihr feiern heute? Also, wir gehen erstmal da was essen und dann gedacht, so in der Wohnung von einem Kumpel, von einem Kumpel, von einem Kumpel, von einem Kumpel. Gucken wir mal, ne, wie das ist. Aber also zehn Kumpel hintereinander, ja? So ungefähr. Wobei, ich darf ja dieses Jahr auf jeden Fall gar keinen Stripclub. Ich habe einen kleinen dabei. Okay. Das wäre irgendwie nicht so angebracht, ne? Noch nicht, ne? Nein. Naja, für den einen Club vielleicht schon. Hauptsache, ihr habt heute Spaß. Das ist wichtig. Ja. Ne? Einfach die. Auf Deutsch gesagt, die Sau loslassen. Einfach raus. In der Tat. Aber vernünftig bleiben. Vernünftig bleiben, genau. Musst du durchgehend arbeiten? Oder? Heute ist der absolute Highlight für uns. Wir müssen arbeiten. Und ich mache gleichzeitig auch YouTube-Video. Ah, wirklich? Ja. Mit uns? Ab jetzt? Jetzt gerade. Wenn ihr die Erlaubnis gibt, werde ich das in meinem YouTube-Kanal das veröffentlichen. Wenn nicht, dann lösche ich das Auf jeden Fall. Was muss man machen? Muss man singen? Oder? Oder? Nee, musst du nicht singen. Hauptsache, du zahlst. Hauptsache, du zahlst am Ende, mehr will ich nichts. Nee, der Kleine bezahlt. Oh. So ist er gedacht, du bezahlst. Nein, er bezahlt über sein Handy. Ja, ja, genau. Yeah. Also, falls ihr mich folgen wollt, der Kanalname heißt Ali The Way. Ali The Way, fuck, das ist geil, das ist cool. Dankeschön, dankeschön. Einfach bitte abonnieren. Ja. Und in zwei Tagen werde ich auf jeden Fall das hier veröffentlichen, weil heute... Das ist wirklich nice. Darum habe ich den Licht ein bisschen angemacht, damit ihr euch schon seht. Ich dachte, ja, ist die Tür offen? Frage ich nicht. Ja, ich hab ganz neu angefangen. Ja. Ist erst 3 Wochen alt. Mhm. Aber ich kriege immer guten Feedback. Die Kunden freuen sich immer auf sowas. Ja. Natürlich gibt es Kunden auch, die wollen das nicht, mache ich auch nicht dann. Aber ich habe jetzt gerade 312 Abonnenten. Ah, das ist cool. Und ich brauche die 1000 Abonnenten bei YouTube, weil... Ja, weil da bekommt man so einen Abo-Button. Richtig. Genau. Ah, richtig. Bekommt man so einen Abo-Button. Wer kennt sich aus? Wer kennt sich aus? Also bitte beide, beide mach abonnieren. Mach ich. So, dann habe ich 2 Abonnenten habe ich verdient. Ah, cool. Nee, wirklich. Und ich finde es einfach, der Name ist einfach so geil. Yeah. Und das hat mir eine philippinische Mädchen mir gesagt. Wirklich? Wirklich. Ich habe sowas mal vorgehabt. Da hat sie mir gesagt, weißt du was, mach doch Ali The Way. Da habe ich dann gesagt, warum? Ja, du nimmst sie alle mit. Ja, das stimmt. Und dann mach einfach deinen Namen rauf. Hab ich okay. Und dann habe ich dann dieses Name dann einfach so hingestellt. Ja, viele sagen ja, ein geiles Name, sehr, sehr schön. Ja.
So. Ist cool, ist cool. Ja, und ich mache meine Videos, schneide ich selber immer. Ah, wow, okay. Okay, und das ist alles immer hobbymäßig und ich hoffe, ich kriege wirklich mal viele Abonnenten und ich hoffe, dass ich dann halt mal ein bisschen Erfolg habe. Das ja, ist ja, genau, wichtig. Das ist irgendwie so, vielleicht gegebenenfalls so ein bisschen Geld, ne? Das ist zweite Sache, aber soll ich ehrlich was sagen? Ich hab vor, wenn ich wirklich auf hohe Ebene komme, wenn ich wirklich viele Abonnenten habe, werde ich einmal in der Woche einige Fahrgäste, wirklich aber, wenn ich von YouTube, wenn ich Geld verdiene, ja, dann werde ich einen Tag 3 bis 5 Kunden werde ich umsonst fahren. Ja, siehst du. So, aber natürlich werde ich so Quizfragen stellen. Oh geil, okay. Okay. Okay, das hast du schon einiges überlegt hier. Okay. Ja, ja. Kannst du jetzt mit mir anfangen? Das ist mein nächstes Ziel, aber ich muss unbedingt die 1000 Abonnenten knacken. Okay. Ja, das ist mein Ziel. Das ist richtig nice, weil wenn man diesen Abo-Button hat, dann ist man halt King einfach. Einfach King, ne? Aber wir sind alle King. Ja, kann man auch sagen. Wer in Berlin ist, er ist jeder King für mich. Hast du gehört? Das ist cool, ne? So. Ja, mega. Und heute natürlich ist unser Highlight, aber viele Straßen sind noch gesperrt, sage ich jetzt schon. Ja, ne, das ist ja, das hat Berlin an sich, ne? Das ist immer genau hier. Genau. So genau. Der Sache, wo kann man überhaupt fahren? Ne? Ja, so nah wie wir können, ne? Da fahren wir, aber wenn es nicht mehr geht, dann lassen wir die Kunden einfach raus, weil es bringt uns gar nicht. Wir kommen sowieso nicht durch und einmal drumherum. Ja, ja. Okay, für mich ist kein Problem, mache ich. Ja. Es kostet mehr, aber. Ja, ja, und das will ich nicht, damit die Kunden wirklich auch sparen können. Heutzutage ist alles sehr, sehr teuer. Ja, und da muss man halt auch mal ein bisschen sparen können. Ne? Ja, okay. Ja. Wo es geht. Ne? Genau, wo es geht. Ja. Und heute ist eine Ausnahme und heute will ich halt in meinem Wagen Silvester durchmachen mit Kunden. Oh ja, cool. Okay. Aber wenn du willst, kannst du singen. Geil. Okay. Ja, dann habe ich für diese Woche schon mein Ding abgeschlossen, also meinen Plan, dass ich eine berühmte Person treffe. Ja, siehst du, hast jetzt hier. Ja, guck, dann sagst du eines Tages, mit dem bin ich mal gefahren. Ja, genau. Und dann kannst du deine Video auch zeigen. Dann. Ja, geil. Ja. Cool. Ja, kann ich vor allem angeben. Ja, kannst ja angeben in der Schule. Ja, natürlich. Ich gebe auf jeden Fall an jetzt im Dinner. Ich sag, Leute, ihr habt keine Ahnung, was passiert ist. Ey, wenn du dieses Gefallen tust, dass du den anderen auch sagst, bitte abonniert einfach, wäre super für mich. Dann habe ich heute wenigstens ein bisschen großes Erfolg dafür. Ja, cool. Ja, klar, auf jeden Fall. Dankeschön. Wie gesagt, kommt gut wirklich ins neue Jahr rein. Ich hoffe, ihr habt nächstes Jahr großes Erfolg. Dasselbe natürlich wünsche ich mir auch, aber ich wünsche zuerst meine Gäste viel Erfolg, viel Geld, aber auch Gesundheit. Ja, ne? Ich glaube, das ist immer so 3 Gs, ne? Geld, Gesundheit und Geduld. Geduld. Auch, Mann, Geduld habe ich. Ach so, das Geduld. Ist gut. Das weil ist gut. Ich bin Taxifahrer. Ja, Geduld muss ich unbedingt haben. Tagtäglich. Ja, wirklich. Ich war früher wirklich sehr, sehr so ein nervöser Mensch gewesen. Wirklich? Wirklich. Okay. Aber seitdem ich Taxi angefangen habe, und das mache ich jetzt schon 11 Jahre jetzt, und diese 11 Jahre hat mir was beigebracht. Mhm. Du musst ruhig bleiben. Okay. Es bringt dir nichts, wenn das du dich ärgerst. Ja. Du kannst, okay, ab und zu, wenn keine Kunden ist, ich sage ab und zu, aber keiner hört. Ja. Nur ja, ich alleine, aber niemand anders. Ja, aber das stimmt, ne? Das ist ja wirklich so. Ich habe das jetzt so, wie du denkst, denke ich auch, aber erst indem ich ihn habe, ne? Nach dem ersten Kind, weil du merkst, du kannst nicht alles kontrollieren. Das ist nicht geht in deiner nicht, Macht. Geht nicht. Und wenn er kotzen muss, dann kotzt er halt, ne? So ist das. Ist halt so. Kann man nichts machen. So, ich denke, Fleischerei ist hier. Ach, mal hier. Ja, geil, cool. Super! Richtig nice. Jetzt kann ich erstens meinen Freunden das Video zeigen und die sagen dann, boah. Warte mal, mach mal hier 15 Dings. Aber ich will, dass du bei mir angibst, weil ich hab dich jetzt nicht gefunden. Warte mal. Weißt du, was passiert ist? Hm. Ich habe nicht mal die Uhr angemacht. Schau mal, heute ist Silvester. Ja. Und machen wir 9,90 Euro? Ja, ja, klar. Okay, dann hast du was, ich habe auch was. Ich habe wirklich vergessen. Ich mache sowieso jetzt gleich